Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Need for Speed Heat. In der letzten Folge ist nicht viel passiert in Sachen Story. Wir haben versucht, bei dieser Schwarzmarktlieferung irgendwie mal was zu schaffen, sind aber kläglich gescheitert. Dann haben wir noch ein paar Rennen in der Nacht gemacht, wurden dort auch relativ schnell von den Cops gefunden. Wie ihr sehen könnt, ist mein Kontostand dadurch auch geringer geworden. Ich hatte davor über 100.000, jetzt wieder drunter. Diese Cops machen einem echt das Leben schwer. Heute geht es natürlich weiter in der Nacht, um AEP zu sammeln. Und mal schauen, ob wir diesmal den Cops öfters entkommen können. Und hoffentlich auch so entkommen können, dass sie uns nicht bekommen. Dass wir das Geld und die AEP, was wir bekommen, alles sichern können. Und dann würde ich sagen, fahren wir weiter, denn wir hatten in der vorherigen Folge schon das nächste Rennen markiert. Also die letzte Folge war, wie gesagt, mehr unspektakulär. Nicht viel passiert in Sachen Story. Mal gucken, wie weit wir da vorantreiben jetzt, in der jetzigen Folge. Halleluja, dass der mich nicht gesehen hat. Da hatten wir schnell das Rennen, denn da kam schon der nächste Cop. Dann sind sie erstmal verschwunden für eine gewisse Zeit. Für eine ganz, ganz gewisse Zeit. Aber nur eine kleine. Aber wir haben hier in der Nacht, ne, momentan sehr viele Sprintrennen. Ist ja auch mal wieder ein Rundkursrennen, dass man die finden kann. Oder wie sieht das aus? 11.000 AEP fehlt mir noch zur Stufe 21. Mit der nächsten Verfolgungsjagd müsste sich die Heatstufe wieder steigern, quasi. Entkommen aus einer Heat 3 Verfolgungsjagd wäre noch eins, was ich bei diesen Herausforderung machen müsste. Ich bin, meiner Meinung nach, hatte ich so eine Aufgabe schon mal, wo ich aus einer Heatstufe 3 Verfolgung rausgekommen bin. Aber da hat es nicht gezählt. Vielleicht braucht man das Rennen. Was ist das Rennen damit gemeint? KI ist es. Oh, ist das dieses Mal? Wurde die stärker gepatcht oder was? Irgendwie. Keine Ahnung. Die nutzen zwar immer noch kein Nitro. Was ich nicht verstehe, warum sie das nicht benutzen. Aber gut, sie sind schon so stark genug. Warum denn auch noch Nitro? Das Nitro wäre bei denen dann wahrscheinlich noch mehr overpowered. Nochmal ein kurzes Sprintrennen. Für zwei. Oh, da ist wieder ein Heat drin. Hier ist ein Flamingo in der Nähe.
werden wir uns doch mal holen. Sehr viele Cops auf der Karte unterwegs. Meine zwei Spiegel sind schon fast nicht mehr vorhanden. Da haben wir wieder so einen Street Race ein. Hab ich. Das Beschleunigen auf dem Gras, ey, das ist echt. Zwei Reparaturen verbleiben noch. Auf zu REP Stufe 23. Wir starten in der Schräge. Ah ja. Wo kommt der jetzt schon wieder her? Ich hab hier den Trottelgeist noch nicht genug von uns kriegen können. Also kommt, schenken wir ihm ein bisschen Aufmerksamkeit. Okay, Leute, eure Kaffeepause ist vorbei. Unser flüchtiges Fahrzeug von vorhin hat anscheinend noch nicht genug. Ja, kommt durch. Solange mir der Gegenverkehr keinen Strich durch die Rechnung macht, ihr euch selbst zerstört, wenn ihr gegen irgendwas fährt, ist es mir egal. Oder ich komme wieder, oder ich entkomme wieder so aus der Verfolgung. Schon wieder entkommen. Ja, aber fix. Dessen werden im hinteren Feld die Leute verfolgt. Aua. Das war nicht nett. Ist aber auch ein kurzes Sprintrennen, sind jetzt schon bei 86, 87. Platz 5. Platz 5. Yeah.
tschüss. Wie zum Teufel konnte der Wagen einfach so verschwinden? Such jeden Winkel ab. Ich habe hier Sichtkontakt zum Zielfahrzeug. Und tschüss. Ach du Scheiße. Wie viele Cops sind denn das? Drückt uns die Daumen, dass nicht irgendein Unbeteiligter über die Mine fährt, die wir gerade auslegen. In Ordnung. Dieses Baby kommt frisch aus der Fabrik. 5 Cops. Ja, klopf, klopf, hallo? Ah, ich sehe den Wagen. Aufgepasst, Leute. Vor euch werden gerade Nagelbänder ausgelegt. Okay, verstanden. Ich habe die Zielperson aus den Augen verloren. Ich habe den Wagen wieder im Blick. Ich habe den Wagen aus den Augen verloren. Ich habe den Loser gefunden. Wir setzen jetzt Nagelbänder ein, um euch dabei zu helfen, Arschgesicht dick zu werden. Ich habe unsere Zielperson im Blick. Scheiße, Heatstufe 5. Sieh dich vor. Die Cops fahren jetzt alles auf, was sie haben.
Damit ist unser REP Level 22 auch am Arsch. Oh Mann, das war echt harte Arbeit. Und wieder weniger Geld. Super. Müssen wir wieder ein bisschen Geld sammeln. Hallöchen. Nehmen wir an, dass der Rundkursrennen sich nur darauf bezieht. Machen wir hier mal ein bisschen Stocker Crash Challenge. Zwölf Leuten? Das muss sich auch lohnen, ne? Vier Runden. Da hätten sie auch ein bisschen mehr Rennen machen. Und ein bisschen mehr Runden. Die Strecke. Ey, hier ist ein Flamingo irgendwo. Jetzt willst du mir sagen, dass ich dann nicht weiter vorankomme, ja? Boah. Das ist doch wieder lächerlich. Platz 1! Oh yeah! Hey, jetzt überrunde ich schon welche. Ah, das ist genau meine Strecke. Wenn man hier noch schön Geld sammeln könnte. Wäre das die ideale Strecke dafür, richtig viel Geld zu sammeln. Aber dafür gibt es wahrscheinlich nicht allzu viel Geld, wenn man es nochmal macht. Zwei Minuten zwölf insgesamt gebraucht. 20.000. Nicht schlecht. Wenn man es nochmal macht, kriegt man nochmal so viel Geld oder was? Aber hier war irgendwo ein Flamingo. Hab über den Plan nachgedacht. Den Plan?
Das Lagerhaus. Haha, sehr witzig. Bin ganz Ohr. Ich finde, wir brauchen Decknamen. Ach ja? Ja. Ich hab's nicht so mit Decknamen. Oh. Aber such du dir ruhig einen aus. Okay. Oh, willst du wirklich keinen? Nein, echt nicht. Weißt du was? Ich mache eine Liste und schick sie dir. Nur für den Fall. Danke. Cool. Ah ja. Decknamen will sie jetzt noch machen. Interessant. Oh, noch ein Flamingo hier in der Nähe. Ach, jetzt komme ich da wieder nicht hoch. Da ist doch noch ein Flamingo. Doch nur hier raus. Ich hoffe jetzt natürlich, der ist auch da irgendwo. Nicht, dass er doch irgendwo innen drin ist. Ah, da steht er doch. Prozent haben wir hier. So, auf zum nächsten Rennen. Au, 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 au. Wir brauchen Geld. Fahren wir halt erstmal ein bisschen Geld verdienen, dann gehen wir in die Garage, was? Stopp! 29.000. Geldbelohnungen lohnen sich auf jeden Fall. Jetzt sind wir wieder nur zu 8. Aber das ist ja auch egal. Was passiert, wenn am Tag das Auto kaputt ist und man nicht eine einzige Verfolgungsjagd gehabt hat? Ist man dann auch verhaftet?
Oder wie sieht das aus? Sau. Sehr, sehr aggressiv hier. Rammt mich einfach von der Strecke. Auf jeden Fall harte Verteidigung von der. Von ihrem dritten Platz. Hat aber trotzdem nichts gebracht. Und ich bin trotzdem vorne geblieben. Aber sie ist eine Klette. Ein Fahrfehler von mir und jetzt ist er wieder vorbei. Naja, gut. Was war das denn? Wo ist die denn jetzt hingefahren? Sehr merkwürdig. Vor allem auch merkwürdig, da die keinen Platz verloren haben. Sind die anderen so weit hinten dran? Zwei Runden bleibt die Dings ganz und in der dritten muss ich sie natürlich wieder abreißen. Ist ja wieder logisch. Wieder typisch. Ach, 1-2 Runden mehr, vielleicht hätte ich sie dann bekommen. Aber ein starker dritter Platz. Mann. Trotzdem 23.000. Die Geldbelohnungen lohnen sich. Mal 101.000.
Einen Moment mal. So, weiter geht's. Marlin, Rundkursrennen. Nach der Verhaftung in der Nacht Geld sammeln am Tag. Bringt mir zwar auch nicht viel, weil ich dadurch mein REP nicht steigern kann, aber ich kann dadurch Geld sammeln für neue Autos. Vor allem, ich brauche hier mal einen Geländewagen. Um euch vielleicht doch noch Einblicke in die andere Storys zu gewähren. Ich weiß ja nicht, ob sie zusammenhängen, das ist ja das nächste. Ist halt das. Hä? Waren wir nicht da gerade schon mal? Ah, toll. Hey, jetzt hab ich nicht die Dings kaputt gemacht. Jetzt war es der da vor mir. Gut, die Würfel krieg ich mir wunderbar. Aber alles noch offen, außer die letzten beiden Plätzen, die sind weit hinten. Oder der letzte. Sieht nach ein oder zwei aus. Aber die anderen sind noch dicht dran. Würde mal interessieren, wie man zurückschauen kann. Das habe ich noch nicht fix rausgefunden. In der Steuerung habe ich da gleich auch nichts gesehen. Vielleicht geht das hier auch einfach nicht. Jetzt war es schlechter Kurvenausgang. Der war auch schlecht. Aber er war auch sehr dicht hinten dran, muss man ihm lassen. Also das wäre so oder so ein Zweikampf. Jetzt ist es halt noch ein Battle um Platz 3. Und um Platz 1. Aber ich glaube, den ersten Platz hat er sicher. Ja. Platz 2. Durch den kleinen Barrikaden-Dings an Start-Ziel und nach dem schlechten Ausgang von der Kurve. Aber trotzdem wieder über 20.000 gemacht. Man kriegt hier sehr viel Geld, muss man schon sagen. Was haben wir hier unten? Ach, das sind wieder zwei. Para, ah ja. Da kriegt man aber nicht so viel. Drift Duell. Zeitfahren.
Haben wir hier doch nochmal einen Zeitfahrerin. Warum denn nicht? So, zwischendrin und zum Abschluss der Folge. In der nächsten Folge gehen wir dann wieder in die Nacht. Versuchen wir es auf ein neues. Ach ja. Die zwei Nächte waren jetzt nicht so erfolgreich, wie ich mir das gerne erhofft hätte. Autsch. Wieder ein bisschen Geld. Ein Stern im Speedtrap. Wow! Offroad fahren funktioniert nicht, mein Freund. Heißen Kopf. Unfall direkt hinterm Kopf. Mal hätte der das echt sehen müssen. Aber gut. Time Train im Containerhafen. Mein Auto ist aber auch ganz schön ramponiert hier. Wo fahren wir jetzt gegen jemanden? Aha, interessant. Ja, ja. Die Stelle des Driften. Gut, hier ist wieder ein Flamingo in der Nähe, merke ich mir. Ne, diese Zeitfahrerin hier hat nichts damit zu tun. Wir müssten schon auf normalen Strecken stattfinden, nicht so möglichst enge Passagen fahren. Deshalb, hier ist wieder meine Driftstrecke. Interessant. Aber auch interessant, dass ich hier gerade die Barrikaden stehen lasse. Sag's nicht so laut. Und schon ist es passiert. Fahr sie wieder um. Da haben wir es doch geschafft, wieder easy Geld bekommen.
21 Sekunden schneller. 16.500 Dollar. Passt. Und hier war irgendwo ein Flamingo. Ach, und noch so ein Street Racer. Oh, der ist da oben. Ich bin da ran. Ah, geil. So, okay. So, wo ist der Flamingo? Den haben wir da hinten irgendwo. Ja, aber wo? Jetzt bloß, der steht da oben drauf. Wäre blöd, wenn der da oben drauf steht. Interessant. Aber gut. Wie viel Geld haben wir jetzt? 143.000. Wir fahren mal zurück in die Garage, um das Geld wenigstens zu sichern. Hoffe ich. Müsste normalerweise dann gesichert sein für die nächste Nacht. Damit wir nicht wieder alles so viel davon verlieren. Noch nicht mit mir. Es ist ja also ziemlich ruhig. Anna redet immer noch nicht mit Lukas. Wenn sie meint, noch zickig zu sein, bitte. Das legt sich, denke ich, aber auch wieder. So. Aber wie gesagt, ich beende jetzt an dieser Stelle die Folge. Nächstes Mal geht's dann wieder auf einen neuen Versuch in die Nacht. Ich brauche weiterhin REP Stufe 23, bin immer noch REP Stufe 20, bin in den zwei Nächten keinen Schritt mit REP Stufe weitergekommen. Einmal relativ schnell verhaftet und dann in Heat Stufe 5 verhaftet und wieder mein ganzes REP, was ich bis dahin gesammelt habe, zwei Stufen, alles wieder weg, Heat Stufe 5, auch wieder alles weg. Geld hat sich wieder reduziert, ist jetzt aber wieder hoffentlich da für die nächste Nacht. Ich hoffe, dass ich nicht wieder allzu viel Geld verlieren werde, denn ich brauche, wie gesagt, mal wieder ein neues Fahrzeug. Muss das hier auch mal wieder tunen können, glaube ich. Aber viel großartig kann man da, glaube ich, momentan, außer den Turbolader. Nicht, aber der ist doch schon, glaube ich, da drin, oder nicht? Oder ist der da drin? Ah ja, das tut ja jetzt nichts zur Sache. Ich hoffe trotzdem, die Folge hat euch gefallen. Immer noch nicht storytechnisch vorangekommen. Wird sich aber auch bald widerlegen, denke ich. Wenn man dann die AEP-Stufe wieder erreicht hat, ist man da auch wieder vorangeschritten. Schaut doch gerne in die Analyst Plays. Schaut gerne, wie gesagt, auch da mal vorbei. Auch sehr interessante Let's Plays. Auch die vergangenen Let's Plays waren sehr interessant. Wenn ihr neu seid, lasst ein Abo da. Und dann hört man sich zu einer neuen Folge wieder. Bis dahin, macht's gut und ciao.